Hallo, ich bin Bob Symes und ich möchte Ihnen gerne drei Fragen stellen. Wo gibt es eine Bergbahn, dessen Sicherheit auf eine flache, zwischen den Fahrschienen angebrachte dritte Schiene besteht? Wo gibt es eine elektrische Vorortebahn, die täglich 100 Jahre alte Triebwagen einsetzt? Und wo ist eine grüne Signallaterne als Warnungslicht zugelassen? Das ist natürlich nur auf der Isle of Man, der Insel von Mann, möglich. Eine selbstregierende Insel in der Mitte von Großbritannien. Sie liegt genau zwischen England und Irland. Isle of Man, eine geschichtsträchtige Insel mit einzigartiger landschaftlicher Vielfalt. Der Atlantik hat über Jahrtausende die Küstenformen geprägt. An manchen Stellen ragen die Felsen über 100 Meter steil aus dem Meer empor. Sanft geschwungene Hügelformen wechseln ab mit träumerischen, baumwachsenen Tälern, durchzogen von romantischen Wasserläufen. Die Insel ist seit 10.000 Jahren bewohnt. Die Menschen haben hier immer gut gelebt. Zeugen ihrer Zivilisation findet man überall. Im 5. Jahrhundert haben die Kelten das Christentum hier verbreitet. Typisch dafür sind diese keltischen Steinkreuze. Im 9. Jahrhundert kamen die Normannen und steinerne Zeugen wie dieses Schloss Peel erinnern an die Herrschaft der Wikinger.